Hallo Jean, schön, dass wir hier bei der Republika zusammengekommen sind und hier über Systemkritik miteinander sprechen werden. Voll, ja, wir haben uns ja tatsächlich, ich bin auf dich zugegangen, habe gefragt, wollen wir mal was zusammen machen auf der Bühne und schwuppsiwupps, ein paar Wochen später sind wir hier. Ja, ich stelle dich mal kurz vor, du bist Caroline Wiedemann, du bist Autorin, hast gerade ein Buch auch rausgebracht, Zart und frei, vom Sturz des Patriarchats, aber bist auch Journalistin bei verschiedensten Zeitungen, verschiedenst im Sinne von Frankfurter Allgemeine Zeitung, Analyse und Kritik und Missy Magazin, was eine schöne Kombi ist, und Wissenschaftlerin an der HU und forscht nicht nur zum Patriarchat, sondern auch zu Rassismus und digitalem Kapitalismus. Vielen Dank, ja, sehr richtig. Genau, und ich stelle dich vor, und wie auch vielleicht die Leute sehen, es ist ein bisschen frisch hier. Wir sitzen hier, vor allem ich bin sehr dick eingepackt. Ich hoffe, dass das Mikro trotzdem gut funktioniert. Jean, ich habe mich total gefreut, dass du mich angeschrieben hattest. Und ja, wir haben uns ja schon ein bisschen ausgetauscht und ich weiß mittlerweile von dir, also nicht nur aus deinem Buch, sondern auch aus Gesprächen, dass du Aktionskünstler bist, dass du Journalist auch bist. Du hast das Peng-Kollektiv mitgegründet und auch die Seebrücke. Mit Peng zusammen hast du auch auf verschiedenen Biennalen schon ausgestellt und du hast auch gerade ein Buch geschrieben, das heißt, wenn die Hoffnung stirbt, geht es trotzdem weiter, Geschichten aus dem subversiven Widerstand, und du hast auch für Jan Böhmermann als Autor gearbeitet, ja. Also als Journalist eigentlich. Genau, ja. Genau, und wir reden über Systemkritik heute. Die große Frage, die große Systemfrage. Ja, ich hatte erzählt, ich habe nur einmal auf einer Party, ist mir ein einziges Mal passiert, wo so, hey, wer bist du, ne? Also so ein spontanes Kennenlernen. Und dann war die Frage, aus was für einer sozialen Klasse kommst du eigentlich? Und da war echt ein Stocken und bin mit dieser Person bis heute noch total gut befreundet. Das hat geklappt, also, aber und das hat uns super schnell super nahe gebracht. Und die meinte, ja, ich komme aus einer sehr armen Familie, hab so, und ich meinte, ich selber komme aus einer AkademikerInnenfamilie und hatte Zugänge und so. Und das war ein Austausch, der nicht oft passiert. Und ich frage mich jetzt, wenn wir bei der Systemfrage sind, oft auch, wir haben ja sowas zwischen. In welcher Klasse bist du? Also zwischen 1 und 10 so, ne? Und niemand sagt, es gibt zwei Klassengesellschaften oder so. Und das, ich frage mich vielleicht auch, in welcher Klasse bist du? Oder aus welchen sozialen, vielleicht kann ich so mal anfangen. Klar. Also, was heißt klar? Es ist vielleicht nicht so klar, eben diese Frage so gestellt zu bekommen. In unserem Fall ist es jetzt vermutlich nicht so interessant, weil wir, so wie ich das jetzt von dir mitgekriegt habe, also vermutlich einen relativ ähnlichen Klassenhintergrund haben, wenn man das so einfach schematisch bezeichnen kann. Ja. Also eben auch aus einer AkademikerInnenfamilie und irgendwie so Mittelschicht hatte auch die Zugänge zu Bildung auf jeden Fall, auch was die finanzielle Ausstattung irgendwie betrifft, dass Eltern sich auch beteiligt haben an der Finanzierung eines Studiums und so. Mhm. Genau, und da natürlich auch sehr privilegiert und gleichzeitig, du hast es ja schon so ein bisschen anklingen lassen, ist so die Frage, wie wir von diesen Auskünften jetzt letztlich dann weitergehen und was für eine Gesellschaftsanalyse wir daran vielleicht anknüpfen und wie wir auch verstehen, wie andere Herrschaftsverhältnisse, die verschiedenen Kapitalformen, sage ich jetzt auch mal, die man so mitkriegt, zusammenwirken. Und also ich komme da immer noch von, bin ja eben auch Soziologin, habe das studiert und da promoviert und habe natürlich habe mich auch wenn ich mit dem dann selbst theoretisch nicht so viel gearbeitet habe, aber der haben mich die Schriften zu den verschiedenen Kapitalformen von Bourdieu stark beeinflusst, mhm. Wo es ja auch um kulturelles, soziales und ökonomisches Kapital, mhm, geht und wie die zusammenwirken und sich darin ja auch immer wieder die Klassen auch reproduzieren. Und aber auch Bourdieu hat ja schon früh zum Beispiel dann auch auf nochmal, letztlich kann man jetzt, würde ich aus meiner Perspektive sagen, darauf hingewiesen, dass wir auch das Patriarchat mit berücksichtigen müssen in dieser Perspektive. Ja.
Genau, ja. Da hast du dich ja auch, das fand ich auch interessant, dass du auch immer wieder, ja auch in Interviews, die ich mit dir gehört habe, schon auch auf deine Privilegiertheit als Cis-Typ auch verweist. Ja, total. Wenn wir jetzt, also ich merke, wir kommen gleich von der Frage nach System und Systemkritik zu einer Analyse auch der Ungerechtigkeiten natürlich in unserem System. So. Ja, voll. Ja, und ich finde, in deinem Buch machst du das ja super gut auf, wie die verschiedenen Kategorien ineinander greifen. Ne? Also wie es eben ein Unterschied ist, wir sind alle so frei und können alle irgendwas gestalten in diesem Liberalismus und gleichzeitig reagieren eben Putzfrauen ganz anders, schreibst du, wenn ihnen der Lohn gekürzt wird und arbeiten vermutlich weiter als andere und da die eben Rasse, also dieser intersektionale Begriff von Klasse, Race und Gender, wie sie ineinander greifen. Und kommst zum Ende hin, und das finde ich auch total überzeugend, so habe ich das gelesen zumindest, dass die Kämpfe, die wir da gestalten, und das ist, glaube ich, so eine Frage bei der Systemfrage, ja, Systemkritikfrage, wie können wir dieses System stürzen, sage ich mal. Vielleicht nicht, also nicht nur das Patriarchat, das da ein Teil von ist, sondern eben das patriarchale kapitalistische Ausbeutungssystem, ne, auf dem du ja auch immer wieder eingehst. Und dieses Aufbrechen, ich sehe zumindest am Ende auch gerade deines Buchs, aber zwischendurch, wie du sozusagen Spaten immer wieder rein tust und es lockerst, ja, und sagst, okay, es gibt in diesen Grabenkämpfen, das sind dann alternative Zusammenlebensformen, also andere Beziehungsformen, die man wählen kann, und also als die bürgerliche Kleinfamilie, die sehr erdrückend und funktional ist für das Kapital auch. Und ich frage mich bei dem trotzdem, so wie kann es sein, dass mit all diesen Möglichkeiten, die wir haben, in diesem liberalen, neoliberalen, wir dürfen ja alles, und einer relativ gesättigten Mittelschicht, da trotzdem so wenig Potenzial ist. Ja? Also, oder ich das Gefühl habe immer wieder, dass es so wenig Aufbäumen gibt und dann ausgerechnet die QuerdenkerInnen gerade mit unheimlichem Elan und Wut an die Straßen stürmen und sich gegen Polizistinnen drauf und mit Umarmungsstrategien und allem drum und dran, wo ich denke, wow, da ist ja wirklich was los, leider aus dem Scheißlager. Aber vielleicht, was glaubst du, wie kann man sowas entfachen oder wie kann man mobilisieren? Was braucht es, damit es auch die progressive Linke schafft, sag ich mal? Also, da waren jetzt ja viele Punkte drin, in dem, was du gerade angesprochen hast. Ich würde zum einen auch widersprechen und sagen, es hat sich in den letzten Jahren ja auch gezeigt, dass sich auch eine neue linke systemkritische Bewegung auch mobilisiert, dass sich verschiedene Bewegungen angefangen von antirassistischen Bewegungen global natürlich stark durch auch Black Lives Matter in den USA auch irgendwie nochmal initiiert oder inspiriert. Ich finde immer das Interessante, dass sich eigentlich genau in diesen Bewegungen, die auch dann ja zum Teil als Hashtag-Bewegungen sich im Netz fortsetzen, dass die in einer gewissen Weise sind die ja Ausdruck und gleichzeitig Motor von dem, was gesellschaftlich so da ist und was sich an Kritik und wirklich Widerstand formiert. Und das ist eben von Black Lives Matter über, aber natürlich die ganzen Klimabewegungen, also Fridays for Future und Extinction Rebellion und so. Und aber auch, und dazu habe ich vor allem gearbeitet, die neuen feministischen, queer-feministischen Bewegungen global. Und also das als ersten Punkt, dass ich denke, es zeigt sich eben, genau, Niuna Menos, die MeToo-Bewegung, aber auch die großen Frauenstreiks 2008 haben zum Frauenkampftag, zum 8. März in Spanien über 5 Millionen Frauen und Queers quasi sind auf die Straße gegangen, haben gestreikt und haben ihre
ausgebeuteten Finger nicht mehr gerührt, also haben auch in den Privathaushalten gestreckt. Und was in diesen Bewegungen auch zum Ausdruck kommt, meiner Meinung nach, ist, dass also auch eben die Bewegungen selbst machen auch die Zusammenhänge sichtbar und deutlich. Die zeigen, also die feministischen Kämpfe zeigen, dass es hier nicht nur ums Patriarchat geht, beziehungsweise wie sehr das Patriarchat eben mit dem Kapitalismus verwoben ist, mit der bürgerlichen Gesellschaft, wie sehr es aber auch eben mit einem nationalstaatlichen, rassistischen System zusammenhängt, das über Migrationskontrolle natürlich auch nach innen immer wieder patriarchal wirkt, weil es die Kleinfamilie braucht, die ein Volk reproduzieren muss. Mhm. Wie es zusammenhängt, dieses globale kapitalistische, nationalstaatliche System damit, dass eben Länder im globalen Süden ausgebeutet werden, dass die Ressourcen, die natürlichen, ausgebeutet werden, dass eben Menschen und Natur quasi gleichermaßen ausgebeutet werden und es dafür aber die Grenzen braucht, um überhaupt das so aufrechtzuhalten. Das sind jetzt so sehr, aber sehr runtergebrochen, die Analyse, die auch von den Kämpfen zunehmend ja auf die Straße getragen wird. Ja, und das ist ein super schöner Rundumschlag, also finde ich. Das ist genau denke, diese Verbundenheit. Ja, und da zeigt sich eben auch, also wie sehr diese Bewegungen selbst ja auch ein System angreifen und aber eben unter System tatsächlich die Verwobenheit der verschiedenen Herrschaftsverhältnisse verstehen und nicht, das kann man ja auch schnell, wenn man über so System redet, so aus einer verschwörungstheoretischen Perspektive, irgendwie so geheime Mächte und einzelne Mächtige irgendwie so dahinter zu wittern. Irgendwas sich aneignen wollen. Und da denke ich, sind also zumindest viele linke Bewegungen und als links, ich fasse jetzt unter links eben nicht Sarah Wagenknecht, über die wir auch kurz schon gesprochen hatten vorher, sondern eben diejenigen, die tatsächlich emanzipatorisch sind und emanzipatorisch im Sinne davon, dass sie die Befreiung aller Menschen im Blick haben oder dass das die Vision ist und dass sie erkennen, dass es notwendig ist, die Verwobenheiten der verschiedenen Herrschaftsverhältnisse dafür anzugreifen. Wieso nicht Sarah Wagenknecht? Also vielleicht mein Take dazu wäre eben, weil ich das Gefühl habe, dass sie eben verschiedene soziale Kämpfe gegeneinander ausspielt. Und das ist aus meiner Perspektive, ist das eben so diese Ellenbogen-Linken-Mentalität. Also man guckt, wie weit man gerade noch kommt mit dem Ellenbogen und weiter nicht. Und das ist halt in dem Fall bei ihr oft ein rassistischer Take. Ja, zu sagen, wir müssen dann auch irgendwann mal zumachen und unsere arme Arbeit, um dann den Klassenbegriff zu stärken. Und ich finde es super wichtig zu sagen, hey, der Klassenbegriff und oder ja, die ökonomische Kategorie sollte auch viel stärker in den verschiedenen Vogue-Bewegungen mit beachtet werden. Aber eben, die macht es auf, also ich frag mich dann immer, warum musst du dann aber sagen, ja, aber irgendwie gegen die anderen kämpfen, ja? Und dann hinterher noch Mimimi sagen, jetzt werde ich gecancelt, schreibt sie auch in ihrem, also egal, aber lassen wir die Sarah jetzt mal am rechten Rand liegen. Aber ich würde da kurz trotzdem noch gern hinzufügen, weil ich glaube schon, dass das total wichtig ist, also auch das in der quasi nicht nur zu kritisieren, dass Kämpfe gegeneinander ausgespielt werden, wie es Sarah Wagenknecht beispielsweise macht, also um sie irgendwie so als Repräsentationsfigur ja auch für so einen bestimmten Diskurs zu jetzt zu nehmen. Es ist ja nicht nur sie, die das immer wieder auch so verlautbart. Und dass es nicht nur rassistisch eben immer wieder antirassistische Kämpfe abzuwerten, sondern ja, also dass sie ist sowohl rassistisch da drin, aber sie ist auch sexistisch. Da wird auch immer wieder antifeministisch argumentiert. Ja. Also quasi auch so Queerfeminismus als so ein Elitenprojekt dargestellt. Mhm. Und das finde ich schadet auch deshalb, nicht nur, weil es einfach quasi Kämpfe unsinnigerweise in Konkurrenz zueinander stellt, sondern es ist auch eben, es hindert auch daran, eben die Zusammenhänge zwischen den Ausbeutungsverhältnissen zu erkennen und zu erkennen, dass ein patriarchales System, das auch sich über eine bürgerliche Kleinfamilie reproduziert, dass das auch immer wieder einem Kapitalismus im Nationalstaat in die Hände spielt. Ja, und dieses duale Bild schreibst du gerade am Anfang deines Buchs ausführlich, wie dieser Dualismus, also Mann-Frau, dazu gehört, dass die Frau eben ausgebeutet werden kann mit allen Kategorien von Schwäche und so weiter und so fort und die nicht gebärfähigen Menschen
die Herrschenden sind. Ne? Das ist sozusagen, ich will es nur nochmal für die anderen sagen, ich erkläre dir nicht dein Buch, das nein, ist sehr männlich, aber mache ich mal nicht. Nein, aber es freut mich ja sehr, dass du es auch so, dass du da was so aufgreifst. Genau, schön. Also und dann, aber trotzdem frage ich mich dann, oder vielleicht auch, ist ja trotzdem, man befasst sich damit, man merkt, ich weiß noch auch aber in meinem Studium, die Tagesschau gendert nicht, das hat mich total aufgeregt, als ich das so bemerkte, in was für ein Patriarchat wir leben, das sind jetzt kleine alberne Details, aber das ist dann sozusagen, man merkt immer mehr, wie man selbst in diesen Kategorien auch aufgewachsen ist, die nicht einfach abschütteln kann. Und wie kommt man denn da raus? Also wie kommt man aus dem binären Denken raus? Wie kommt man in eine, auch ich empfinde es auch als Kraftanstrengung und auch als, ja, auch als Privileg, das machen zu können, zu sagen, ich wende jetzt diese Kraft auf, um mich immer wieder zu reflektieren, immer wieder zu versuchen, die eigene Position zu hinterfragen und dann vielleicht auch, wenn es weh tut, mal ein Privileg abzugeben und so. Ne? Und wie würdest du da rangehen? Oder was wäre deine... Ich glaube, dass es ja eben total wichtig ist, dass wir irgendwie gemeinsam versuchen zu verstehen, wie sich eigentlich die Verhältnisse immer wieder so reproduzieren und wie sich diese Ungerechtigkeiten reproduzieren. Du hast es auch in diesem Podcast, von dem ich vorher geredet habe, den ich gehört habe mit dir, den ich sehr schön fand, hast du auch darauf verwiesen, dass deine Privilegiertheit als nicht nur Cis-Mann, sondern auch als einer, der Glück der Geburt in Deutschland geboren ist, oder ich weiß gar nicht genau, aber hast auf jeden Fall auch Staatsangehörigkeit und dadurch die entsprechenden Zugänge. Hast da kurz auf einen ehemaligen Mitbewohner von dir verwiesen, der illegalisiert war in Deutschland, keine Papiere, und eben wie das alles zusammenhängt. Und eben, ich glaube, es ist total relevant, so im direkten Umfeld natürlich auch zu erfahren, mit Menschen auch eng befreundet zu sein, die eben vielleicht auch überhaupt nicht diese Zugänge haben, die du hast, die ich eben zum großen Teil auch habe. Also check your friends, das finde ich total wichtig. Ja, und wie viele Menschen hast du, die genau dieselben Kategorien haben in Class, Race, Gender wie du, in deinem direkten Umfeld, und wie nah sind sie an dir? Das kann man ja mal aufzeichnen. Ne? Und sich dann da eben, du fragst so eben genau, sollen wir uns dann die ganze Zeit in unserer Kommunikation, wie wir miteinander umgehen, reflektieren, so quasi Critical Whiteness, ich aus meiner Perspektive, du dann noch kritische Männlichkeit dazu und so. Ich würde sagen, das sind auch total relevante Bewegungen, und ich in der Tatsache, dass es immer mehr eine Auseinandersetzung mit diesen strukturellen Privilegiertheiten gibt, auch auf der dann individuellen Ebene, ist auch ein gutes Zeichen. Und gleichzeitig aber finde ich es total wichtig, dass wir auch irgendwie eben gemeinsam und solidarisch aus verschiedenen gesellschaftlichen Positionen, auch aus unterschiedlichen, also aus Positionen, in denen wir sehr unterschiedlich privilegiert sind oder eben nicht privilegiert sind, an einem Projekt zu arbeiten, das eben uns verständlich macht, dass wir nicht individuell schuld daran sind, sondern die Zusammenhänge zu begreifen. Das ist ja quasi das System. Und dann auch auf der strukturellen Ebene wirklich uns Alternativen vielleicht zu überlegen und auch anzugreifen. Ja, nämlich, das heißt dann ja auch Gesetze angreifen, die immer wieder was reproduzieren. Das heißt aber auch dann eben die Beziehungsweisen, die uns als Normen vermittelt werden. Und das ist ja zutiefst mit den Gesetzen verwoben, gerade wenn man sich anguckt, wie immer noch der deutsche Staat die heterosexuelle Kleinfamilie so privilegiert, also auch gesetzlich anzugreifen. Und dass die sogenannte Ehe für alle so lange nicht möglich war, hat ja auch ganz stark mit Ein Sekretärinnenmodell, also Mann heiratet Sekretärin, basiert, ne, in der steuerlichen Organisation und total. So. Ja, voll. Ja, aber eben, und was ihr macht, du bist ja, oder das war ja auch noch eine Frage von vorher, die auch noch im Raum stand, so wie kommt man dahin, auch eben die Leute zu mobilisieren, wie kommt man dahin, es hört sich aber auch, genau, ich habe
jetzt gerade selber so formuliert und finde aber auch, das natürlich hört sich auch immer so, ja, schon gleich so erzieherisch an, Leute zu mobilisieren, als hätte man... Ja, oder sich selbst, also genau, wie kann man sich organisieren, Banden und sich auch immer wieder zu motivieren. Und sich trauen, ja, und irgendwie die Kraft aufwenden, zu kämpfen. Ja. Also, empört zu bleiben auch halt. Ja, genau, und so, ja, das ist, und das ist, ich meine, vielleicht antworte ich jetzt mal ein bisschen aus Peng-Perspektive, bitte. Das ist nur mein persönliches Erlebnis, ja, und wie gesagt, mit dem ausgestattet mit dem Gefühl von ich darf, also ein Freund von mir nennt das die Aspirative, das Recht to aspire, also laut sein zu dürfen und so. Und du hast ja auch große Sachen, die Gesetze zu ändern, ja, irgendwie tief angelegte kulturelle Glaubenssätze zu in Frage zu stellen und so. Das sind, finde ich, Riesensachen, wo eine Menge Chuspe zugehört. Also wo eigentlich, und ich würde jetzt mal sagen, dass das sein bestimmtes Bewusstsein oder das Bewusstsein ist sein, lassen wir jetzt mal egal, aber einfach mal sich zu den Gedankenspiel zu machen, dass man die Erhabenheit hat, also sich selbst zu überheben auf einer Zeitachse und zu sagen, na, wie würde ich denn das Gesetz gern schreiben? Ja, das denkt man ja kaum. Meistens sind man Gesetze als so in Stein gemeißelt und ein paar Leute, die 8 Jahre Jura gemacht haben und dann irgendwann da oben sind, Politik und so, die dürfen drüber nachdenken, ich nicht. Aber da mal reinzugehen, zu überlegen, wie kann ich das machen? Zum anderen sich dran zu hängen bei anderen Leuten, die vielleicht Geld haben oder bestimmte Privilegien haben und die ein bisschen leichter durchs Leben laufen und zu sagen, ich hänge mich an dich dran, oder wenn du selber so einer bist, zu sagen, ich möchte sehr gerne mit anderen zusammenarbeiten und dieses Privileg nutzen, um Stimmen, also Banden zu bilden und eine gemeinsame Stärke zu entwickeln. Das ist sozusagen ganz konkret organisatorisch, und ich glaube, kaum jemand, wenn man hingeht und sagt, hey du, dir geht's doch ganz gut, hast du nicht mal Lust mit mir so politisch zu kämpfen oder irgendwie eine Aktion zu überlegen? Und in dieser Selbstüberhebung von, ja, wie könnte man denn, wir haben ja die internationalen Geheimdienste angegriffen, ja, also völlig gaga, aber das war für mich sowas Befreiendes, ja. Also zu sagen, na, wir stellen uns da mal hin und kämpfen und überlegen, wie wir vielleicht auch die Waffenindustrie angreifen können. Und da sind wir gescheitert. Ja, mein Gott, es gibt immer noch Geheimdienste, es gibt immer noch Waffenindustrie. Aber dieser Prozess war, glaube ich, auch für viele inspirierend. Und erstmal so ein Gefühl von Aspirative, ne? Das mal ein bisschen so zu teilen und zu sagen, ihr dürft auch, ihr könnt auch. Ja. Und manchmal entstehen dann auch Bewegungen, ja, wie die Seebrücke, da haben wir nur einen ganzen Anfang, einen Stein des Anstoßes gegeben, zusammen mit ganz vielen anderen. Also es war gleich eine Gruppe von vielen, und da gehört dann Organizing dazu und so, aber ich glaube, das ist ja auch so ein wichtiger Teil oder eine Aufgabe, die ihr gerade auch mit so einem künstlerischen und dann zum Teil ja eben, also mit einem Ansatz, der eben nicht immer gleich irgendwie zu irgendeinem Resultat führen muss, sondern wo es auch eben darum geht, so in einer gewissen Aufmüpfigkeit auf Sachen aufmerksam zu machen, und auch sich anmaßen, wie du gerade gesagt hast, das ist ja, finde ich, auch das, was so, also vor Augen führt, es gibt da oben nicht irgendwie so ein unveränderliches System oder so, sondern das setzt sich eben halt auch immer wieder zusammen aus, wie wir gerade gesagt haben, Gesetzen, Normen, aber natürlich auch aus Einkommensverhältnissen und so weiter, aus Eigentumsverhältnissen, und da irgendwie so rein zu grätschen. Ja. Du sagst es auch mal irgendwie so auf, und schreibst du ja auch, da wo die Machtstrukturen so verkrustet sind, irgendwie hinzugehen, aufzubrechen. Und die Frage ist, was heißt dann aufbrechen? Es geht ja auch erstmal wirklich darum, da so einen Irritationsmoment wie so einzubauen. Ja, und eine logische Alternative. Wo ich versuche immer zu sagen, was kannst du deinem Kind erklären, ja? Und wo man sagt, so wäre es doch logisch. Und das funktioniert auch oft. Also wenn man dann in diesen verkrusteten Strategien oder Strukturen sagt, okay, wieso nicht so? Und ich glaube, also zwei Dinger sind noch wichtig. Das eine ist, dass wir Ästhetik, die hegemoniale Ästhetik, also die herrschende, was ist die herrschende Ästhetik? Ich meine, sowas ist gerade zum Beispiel total hip, total in, damit können viele was anfangen. Das ist so Designer-Zeugs. Ich mag es übrigens, aber das ist eine Sehgewohnheit. Ja, das hat was Herrschendes. Ja. Die können was hier bei der Republika. Und so damit zu spielen und zu sagen, und da rein setzen wir aber alternative Inhalte. Also man erwartet Autowerbung und plötzlich kommt Fluchthilfe-Werbung. Ja, und so, ne? Total. Und das fand ich auch einfach sehr gelungen. Das ist, Das ist, ich will jetzt nicht mich selbst feiern, aber
aber das ist sozusagen das, wovon ich reden kann. Und dann aber die eigenen Werte immer wieder das Arbeiten, ne, immer wieder zu reflektieren, was ist, wo ist denn mein Kompass, mit Leuten zu debattieren, zu überlegen, das runterzubrechen. Ne, das ist auch Abstraktionsarbeit. Und sich immer wieder zu versichern miteinander, ne? Sonst wird man eben verstrahlter. Ja, und aber genau, weil jetzt nochmal auf dieser Systemebene dann, also noch auch der Frage mit, ich habe das aufmüpfig gerade kurz so reingebracht, weil es ja auch schon um diese eben Akzeptanz von Bestehenden und von Autoritäten ist, die oft eben auch die Verhältnisse aufrechterhält und die Infragestellung dann dagegen. Du sagst auch, du hast irgendwie quasi schon von klein auf so einen anti-autoritären Impetus in dir schon, gespürt. Ja. Und ja, wie würdest du sagen, ja, ist das auch was ihr mit Peng vermittelt, so diesen Angriff auf die Autoritäten eben so? Ja, voll. Und das ist ziviler Ungehorsam, ne? Dass man das immer, ich meine, ziviler ist am Ende, wenn man ehrlich ist, total verfassungstreu, weil das ist verfassungskonformer Regelbruch, also zivil, ja, in denen ich glaube, das Gesetz, was es da gibt, möchte ich brechen, weil ich glaube, es gibt eine zivile Legitimation. Aber da, ja, das ist das Clowneske in mir, die Autoritäten eben erstmal auszulachen, mit dem Bewusstsein, dass wir alle ein bisschen lächerlich sind. Also, wenn man uns mal aus dem All betrachtet, das ist doch irgendwie lustige Würmchen, die wir sind. Und damit sich aber dann wieder sehr ernst zu nehmen. Also, diese Dialektik darin. Ne? Ich finde so, also eben haben wir vorher auch kurz gehabt, der Autoritätsbegriff, der ist auch total wichtig, dass wir den aus einer linken Perspektive, dass wir Autoritarismus angreifen und zwar und nicht zulassen, dass immer wieder Rechte für sich reklamieren. Also wenn sie sagen, Cancel Culture ist autoritär und so. Und wir sagen, nee, autoritär ist das patriarchale, nationalistische, kapitalistische System. Ja, ich finde es auch, also dieses Cancel Culture, ich höre das tatsächlich und finde es interessant, wie da auch Leute, denen ich das eigentlich nicht zugemutet hätte oder getraut, keine Ahnung, dass sie sagen, die haben da Schiss vor. Und das will ich hier erstmal menschlich ernst nehmen, ne? Weil die sagen, das ist eine Schere im Kopf und so und die Freiheit der Kunst und so. Und aber ich, also als Gedanke, wir sind doch geboren mit Scheren im Kopf. Also es gibt doch so viele Scheren im Kopf, dass ich nicht einfach das Kapital zerschlagen darf jeden Tag und dass ich nicht das Patriarchat zerschlagen darf jeden Tag, weil ich dann auf die Finger gehauen bekomme und dass ich auch nerve, wenn ich mich da immer als Linksradikaler aufmüpfe und so. Ne? Also dass wir sind in ständigen Anpassungsbewegungen und ich finde gerade, das ist doch wunderschön, dass da mal auch ein Instrument geschaffen wurde, wo auf die Finger gehauen wird von Sexistinnen und Rassistinnen. So. Also total. Und so, man muss ja genau sehen, was immer gecancelt wurde quasi. Ja, total. Dass es in einer gewissen Weise auch für eine Zeit des Übergangs, bevor wir in der Gesellschaft sind, in der auch es keine Privilegiertheiten und kein Geld und keine Abstammungslogiken und so mehr gibt, dass wir in dieser Übergangsphase halt zum Teil auch um Ausgleich und um irgendwie auch um Wiedergutmachung auch von all den Ungerechtigkeiten, die Leuten angetan wurden, auch geht in dem Übergang. Ja, voll. Ich gehe da mal nicht jetzt noch tiefer rein. Ich glaube, die Zeit ist nämlich fast rum. Ich habe gerade gedacht, diesen langen, was mir noch im Kopf war, jetzt irgendwie so runterschrauben. Aber wir hätten noch viel zu reden. Voll. Ich stelle dir noch eine abschließende Frage, die, glaube ich, du mir eigentlich stellen wolltest. Wie ist denn dein Verhältnis zum Staat? Ich hatte gerade vor, als ich nach Autoritäten wollte ich da hinkommen, aber dann hast du gezeigt, wir haben nur noch 3 Minuten. Mein Verhältnis zum Staat, ich könnte so schön aufgreifen, was ich auch bei dir gehört habe, natürlich ermöglicht mir mit meinem Pass, meinem Perso, der Staat sehr viel. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir überlegen, wie wir aus, was für Alternativen wir zu nationalstaatlichen Ordnungen so aufbauen könnten und auch wie, also weil wir vorher gesagt haben, Gesetze ändern und so. Mhm. Und da wäre quasi irgendwie als Adressat dann wieder so diese staatliche Ebene.
Ich also bin schon für Organisierung und nicht totale Anarchie, aber würde sagen, genau, dass wir vielleicht uns Alternativen... Kein Widerspruch, muss ich sagen. Also auf jeden Fall, genau, also genau, wir können die Anarchie schön organisieren, ja, und ja. Kommunistisch vor allem. Ja, ja, schön. Du? Also ich bin auch sehr für Selbstorganisation und ich nehme mir raus, nicht die große ganzheitliche Welterklärungsutopie zu haben, glaube aber schon, allein schon die staatlichen Nationalgrenzen sollten wir uns mal überlegen, warum da Waren und Geld und alles drumherum schippern darf, aber Menschen plötzlich nicht. Und das ist, glaube ich, was, wo ich Nationalstaaten unbedingt zerschlagen will, weil ich finde, Bewegungsfreiheit sollte existieren und da würden, das ist so viel logischer auf so vielen Ebenen. Aber das ist dann eine entwicklungspolitische Frage. Also ja, ich bin kein großer Staatsfreund und bin mir aber bewusst über das, was mir persönlich ermöglicht, aufgrund meiner Position. So. Hey, Claudine, ja, das war richtig toll, mit dir zu reden. Das war ein schöner, schneller Austausch. Durchlauf, ja. Ich hoffe, es hat den Leuten, die zuguckt haben, gefallen. Ja, hoffe ich auch. Sehr schön.